Sie haben Ihren ersten Datenmanagementplan im RDMO angelegt und beginnen mit dem Ausfüllen Ihres Fragenkatalogs. In diesem Videotutorial zeigen wir Ihnen folgende RDMO-Funktionen: die Verwaltung der Mitglieder, die Snapshot-Funktion, den Import und Export von Projekten im XML-Format. Bei der Neuanlegung eines RDMO-Projektes werden Sie zu dessen alleinigen Besitzer. Somit können nur Sie das Projekt ansehen oder bearbeiten. Mit der Option Mitglied hinzufügen kann der Besitzer jedoch andere Personen in das Projekt einladen, sofern diese einen RDMO-Account besitzen. Den eingeladenen Personen können unterschiedliche Zugriffsrechte, also Rollen, zugewiesen werden. Ein Gast kann die Inhalte der Fragenkataloge ansehen, jedoch nicht bearbeiten. Ein Autor hat Lese- und Schreibrechte. Er kann aber keine neuen Mitglieder zu einem Projekt einladen oder die Projektinformation, wie zum Beispiel den Projektnamen, ändern. Ein Manager ist berechtigt, die Inhalte des Fragenkataloges und die Projektinformation zu bearbeiten und auch neue Mitglieder einzuladen. Er kann jedoch nicht das Gesamtprojekt löschen. Der Besitzer verfügt über alle Rechte. Die Rollen Besitzer und Manager ermöglichen es zudem, eine Snapshot-Funktion zu verwenden. Der Snapshot bietet Ihnen die Möglichkeit, den Stand eines Projektes zu einem gegebenen Zeitpunkt zu archivieren. Dies wird hilfreich, wenn unerwartete Entwicklungen im Laufe Ihres Forschungsprojektes auftreten und Sie Ihren Plan überdenken müssen. Durch die Erstellung von mehreren Snapshots können Sie die Informationen über den Projektfortschritt festhalten. Zum Beispiel könnte ein Snapshot zum Zeitpunkt des Projektantrages erstellt werden, ein weiterer in der Mitte der Projektlaufzeit und der letzte in der Abschlussphase des Projektes. Sie können auch die Snapshot-Funktion nutzen, um Sicherheitskopien anzulegen. Bei Bedarf können Sie Ihren Plan jederzeit auf einen früheren Snapshot zurücksetzen. Achtung! Bei der Zurücksetzung Ihres Projektes geht der aktuelle Stand verloren. Um einen Snapshot zu generieren, klicken Sie auf die Option in der rechten Seitenleiste. Eine Übersicht zu Ihren erstellten Snapshots finden Sie auf Ihrer jeweiligen Projektstartseite. Eine andere Möglichkeit, das Projekt dezentral zu sichern, ist der Export des Projekts als XML-Datei. Diese Datei kann dann wieder in den RDMO importiert werden. Dies kann hilfreich sein, zum Beispiel beim Umzug an eine neue Institution. Wenn Sie Ihren Plan zuvor in ein XML-Format exportiert haben, können Sie diesen auf die RDMO-Instanz Ihrer jeweiligen Institution übertragen und weiter bearbeiten. Wir haben gesehen, wie man Mitglieder hinzufügt und diesen unterschiedliche Bearbeitungsrechte zuweist, wie man verschiedene Snapshots eines Datenmanagementplans erstellt und Änderungen am Plan dokumentiert, wie man sein Projekt als XML-Format exportiert und dieses auf derselben oder auf einer anderen RDMO-Instanz einer anderen Institution importiert. Weitere Details über die Nutzung von RDMO erfahren Sie in diesem Videotutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen!